herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Unterägri bei Zug zugeschaltet und es ist der Thomas Schädlin. Thomas, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Guten Morgen, Christoph. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Es freut mich, dass ich mit dir heute das Gespräch führen darf. Und du bist ja heute Geschäftsführer und Inhaber der Coldex AG. Wir sprechen heute über deine berufliche Entwicklung und natürlich dann auch deine Tätigkeit heute als Geschäftsführer und eben Inhaber der Coldex AG. Und am Speziellen wollen wir uns heute auch noch einigen Stellen bei euch auch widmen und über diese sprechen. Es ist einmal der Industriemechaniker und auch der Polymechaniker. Jetzt, Thomas, wie stellst du dich am liebsten den neuen Mitarbeitenden vor? Ja, einem neuen Mitarbeiter stelle ich mich gern aus menschlicher Sicht vor allem vor. Will heißen, so diese, man nennt es Soft Skills, die auch mir persönlich wichtig sind. Auf der einen Seite selbstverständlich bin ich ein sehr kunden- und zielorientierter Mensch. Ich denke, das muss man ein Stück weit sein, wenn man eine solche Funktion innehat. Aber ich bezeichne mich auch als humorvoll und empathisch. Und mir ist es ein Anliegen, mich selber und auch andere Menschen weiterentwickeln zu können und so auch das ganze Unternehmen weiterzubringen. Sehr schön. Wie hat mal deine berufliche Karriere mal begonnen? Was hast du mal gelernt oder auch studiert? Ja, ich habe etwas klassisch zugegebenermaßen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen mit der Berufsmittelschule. Ich habe dann berufsbegleitend noch die Fachhochschule besucht und als Betriebsökonom abgeschlossen. Ich habe dann noch, um den Bereich Verkauf Marketing zu komplettieren, habe ich noch den Verkaufsleiter angehängt. Von der Industrie her, beziehungsweise vom beruflichen Werdegang her, war ich immer in der Industrie und habe da Entwicklungen und Herstellung von Produkten kennenlernen dürfen. Und das habe ich bis heute so, dass ich gerne ein Produkt in den Händen habe, was ich dann letztlich im Markt platzieren kann. Ich war in der Glasverpackungsindustrie tätig. Ich war im Bereich von technischen Vorhängen tätig, im Bereich Energietransport, Werkzeugmaschinen und jetzt vor meinem Wechsel dann zuletzt in der Schmierstoffbranche. Was machst du heute als Geschäftsführer und Inhaber der Coldex AG? Ja, zum einen führe ich natürlich das Unternehmen, das heißt betriebswirtschaftlich gesehen in allen Bereichen, die da mit verbunden sind. Das ist natürlich Personalführung, das beinhaltet dann auch die Entwicklung von Produkten, dann das Setzen der Rahmenbedingungen, also im Sinne der Strategie für das Unternehmen. Selber betreue ich auch Kunden und Lieferanten. Und ich habe da natürlich sehr schöne Gestaltungsmöglichkeiten und führe aktuell 15 Mitarbeiter. Wir werden bald aber schon 17 sein. Was begeistert dich an deiner Arbeit? Weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Unternehmen auch übernimmt, dann ist es ja seins ein Stück weit und dann kann man doch sich doch recht einbringen. Aber was begeistert dich jetzt an deinem Job? Also mich begeistert im Speziellen, wie abwechslungsreich dieser Job ist und auch also die Funktion insgesamt und das Umfeld. Auf der einen Seite, wie gesagt, ist es die komplette betriebswirtschaftliche Palette, die da abgedeckt ist. Und woran ich dann besonders Freude habe, ist es eben auch mit Menschen zu tun zu haben. Obwohl wir auch natürlich technische Produkte herstellen, sind immer Menschen dahinter. Also sei es aus Entwicklungssicht bei Kunden zum Beispiel, aber auch intern, um dann die Produkte überhaupt fertigen zu können. Des Weiteren habe ich auch Kundenkontakte in verschiedenen Industrien. Das bedeutet, dass ich persönlich in verschiedene
Industrien dann reinsehen kann, wie es da genau läuft. Was sind die Anforderungen? Wofür werden die Produkte eingesetzt? Und das ist etwas, was ich mag. Also jeder Tag ist anders und es ist jedes Mal wirklich spannend, wieder Neues zu lernen. Und da habe ich extrem Spaß dran. Okay, super. Jetzt würde ich gerne vielleicht ein bisschen mehr über die Coldex einmal erfahren. Was mich zuerst mal interessiert, der Name Coldex. Wie setzt der sich zusammen? Was bedeutet der überhaupt? Ja, Coldex ist eine Abkürzung zweier englischer Wörter, und zwar Cold Extrusion. Das wurde damals, als die Firma gegründet wurde, wurde das so abgekürzt. Und also es ist an und für sich ja ein Umformverfahren, ein kaltes Umformverfahren. Und so hat sich das dann ergeben, dass man darauf Coldex gekommen ist. Super. Jetzt kannst du ein bisschen mehr über das Unternehmen auch mal vielleicht erzählen, über das kalte Umformverfahren, vielleicht auch noch kurz, damit man sich ein bisschen mehr drunter vorstellen kann. Ja, gerne. Also Fließpressen ist, wie gesagt, ein Umformverfahren. Da muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Das Rohmaterial, welches wir verwenden, sind sogenannte Buzen, tablettenförmig, kann man sich da vorstellen, wie eine Brausetablette im Endeffekt. Die gibt es in verschiedenen Größen, sei es vom Durchmesser her als auch von der Höhe. Dann gibt es welche mit Loch, ohne Loch oder dann auch eckig, also rechteckig oder konisch zum Beispiel geformt. Und diese werden dann in Maschinen eingelegt und in eine Negativform, also in eine sogenannte Matrize, mittels eines Stempels, der dann diese Buze reindrückt, in Form gebracht. Das ist ein Vorgang, welcher sehr, sehr schnell passiert. Das sind dann wenige Millisekunden. Und es kommt dann ein fast fertiges Produkt raus. Das muss dann nachher noch nachbearbeitet werden. Das kann dann zum Beispiel sein Ablängen. Das kann dann zum Beispiel sein Drehen, wenn man irgendwie noch ein Gewinde braucht oder eine Bohrung. Und stellen wir an und für sich technische Produkte her in Form von Gehäusen, Flanschen, Riemenscheiben und anderen Produkten, die dann in der Industrie Anwendung finden für andere Baugruppen. Okay. Was sind das für zum Beispiel andere Baugruppen oder was ist das? Was sind das für Industrien? Ja, das sind zum Beispiel Antriebssysteme. Das können zum Beispiel auch im Bereich der Elektrotechnik Abdeckungen sein. Das können dann auch in der Optik, Mess- und Wegetechnik Messbecher sein, Schrumpfringe. Dann, wie gesagt, Flansche, das können auch Kartuschen sein, im Bereich der Pyrotechnik als Beispiel, oder dann Gehäuse für Ventilatoren und dergleichen. Nutsteine, also für die Funktion des Kippens beim Fenster. Auch da gibt es natürlich genau Möglichkeiten. Oder dann zum Beispiel spezifisch geformte Rohre für Lampen. Wir haben auch Kunden, die dann eben Lampen daraus machen. Also die Bandbreite ist extrem groß und der Form und den Farben sind fast keine Grenzen gesetzt. Fantastisch. Und ihr seid ja eben 15 Mitarbeiter, Mitarbeitende. Ihr habt ja, ja genau. Ihr habt ja verschiedene Kulturen und auch alle Geschlechter auch da. Jetzt, wie soll ich sagen, wie groß, ich meine, mit 15 Mitarbeitern seid ihr natürlich da jetzt nicht ein sehr großes Unternehmen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch besetzt eine bestimmte Nische an der Stelle, oder? Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir von den Produkten her und wie wir ausgerichtet sind, auch vom Maschinenpark her, befinden wir uns ganz klar in der Nische. Wettbewerber, welche es gibt, die sind im Ausland und die sind um Faktoren größer als wir. Und da stellt es sich so dar, dass wir eher im Bereich von Kleinserien zu Hause sind oder auch wenn die Teile etwas spezifischer sein müssten. Also dass es zum Beispiel dann Produkte sind, die jetzt nicht so typischerweise als Fließpressteile gefertigt werden. Oder dann, das ist ein bisschen typisch schweizerisch, hohe Passgenauigkeit. Das ist ein stark wiederkehrendes Thema.
oder Anforderungen, die die Kunden an die Produkte stellen. Und da können wir natürlich als typisches Schweizer KMU perfekt punkten. Sehr, sehr gut. Jetzt, wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt? Ich würde unsere Unternehmenskultur als offen und ehrlich engagiert bezeichnen. Wir pflegen einen regelmäßigen Austausch. Wir sind alle sehr kunden- und lösungsorientiert. Wir pflegen eine offene Kommunikation. Und wir haben den Nutzen des Kunden total im Zentrum. Das heißt, alles, was wir tun, dient letztlich dem Kundennutzen. Sehr gut. Jetzt, warum sollte man sich für euch entscheiden? Also heute müssen die Kandidaten oder haben die Kandidaten oftmals viel Möglichkeiten auch am Markt, aber warum sollte man gerade zu euch kommen zum Arbeiten? Also die Firma Codex ist heute an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann oder sagen muss vielleicht, bleibt es so, wie es sich in der Vergangenheit dargestellt hat, oder soll die Reise weitergehen im Sinne der Weiterentwicklung? Ich fahre da eine klare Wachstumsstrategie. Das heißt, die Coldex, es ist das klare Ziel, dass sich die Coldex von einem kleinen KMU zu einem mittleren oder mittelgroßen KMU entwickelt. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter hier vor Ort seinen Beitrag leisten kann für das Wachstum zum einen und letztlich um dann ja diese Arbeitsplätze zu sichern. Und ja, wenn man Spaß hat an Innovation, an Optimierung, an Technik, Prozessen und Organisation, ist man bei uns absolut richtig. Okay. Jetzt die Frage auch nochmal aus der Kandidatensicht. Wenn jetzt jemand für dich auch jetzt auch arbeitet, letztlich als Vorgesetzten, und wie würdest du dich auch als Führungskraft beschreiben wollen? Ich würde mich als eine ja, zielorientierte Persönlichkeit beschreiben. Ich bin sehr ein Freund von sachbezogenem Austausch, auch wenn natürlich das Emotionale immer wieder wichtig ist. Man soll ja letztlich begeistert sein von dem, was man macht. Und weil das generiert natürlich dann zusätzliche Kräfte. Aber man kann mit mir über alles sprechen. Ich schätze auch sehr den Humor. Das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich, gehört dazu. Und ansonsten, sage ich mal, ist alles auf die Zukunft ausgerichtet und dass man da miteinander als Team letztlich zum Erfolg kommt. Okay, sehr, sehr gut, wunderbar. Jetzt würde ich gerne mal eingehen auf die beiden Stellen. Wir haben ja zwei Stellen, wo wir ein bisschen genauer beschreiben wollen. Zuerst würde ich mal mich dem Industriemechaniker mal zuwenden. Jetzt beim Industriemechaniker, was würdest du da als die Hauptaufgaben beschreiben wollen? Also beim Industriemechaniker haben wir zum einen als Hauptaufgabe die Einrichtung und Bedienung von Fließpressmaschinen. Das sind Pressen, welche Drücke von 100 bis 400 Tonnen generieren pro Hub. Und da ist es extrem wichtig, dass die Maschine, ich sage jetzt mal, gut und richtig natürlich eingerichtet wird und dann auch in der Bedienung möglichst so optimal läuft, dass dann die Serienfertigung effizient abgewickelt werden kann. Dazu kommen dann, ich sage jetzt mal, im Laufe der Zeit natürlich auch ja, Instandhaltungsarbeiten. Wir pflegen die Maschinen auch selber, sodass da auch, ja, wenn irgendwie was sein sollte, dass man da sich auch entsprechend mechanisch dann natürlich auskennt und die Maschine wieder zum Laufen bringen kann. Okay. Was muss ich da für Fertigkeiten mitbringen? Also was muss ich da haben, um diesen Job auch dann erfolgreich machen zu können? Ja, ich denke, auf der einen Seite ist sicher ein vernetztes und prozessorientiertes Denken wichtig, weil, wie gesagt, das Fließpressen ist der Anfang eines Fertigungsprozesses. Man muss sich auch irgendwie
damit auseinandersetzen können, wie die Teile vielleicht auch über einen Umweg produziert werden können bis zum Fertigprodukt. Ein gewisses Denken im Sinne von Effizienz ist sicher wichtig. Und die Mechanik letztlich, also Verständnis für Mechanik, für Vorgänge im Bereich, ich sage jetzt mal, der Maschinenbedienung. Mechanik ist natürlich auch ein großes Wort, weil es gibt ja zum Beispiel auch dann die Feinmechanik, oder? Ja. Das ist ein ganz anderer Bereich, da reden wir nicht irgendwie so von diesen Drücken zum Beispiel. Gibt es da auch spezielle Anforderungen, wo du sagst, das muss man mitbringen, oder also seid ihr da sehr offen, was Mechanik anbelangt? Ja, grundsätzlich sind wir offen. Natürlich sind das schon zwei komplett andere Schuhe. Also die Feinmechanik, da ist man natürlich im sehr, sehr kleinen Bereich, wo man dann schon fast auch unter Umständen mit der Pinzette arbeiten muss. Da ist es bei uns etwas geht's gröber zu und her. Wir arbeiten auch mit Arbeitshilfsmitteln, also zum Beispiel mit Hebeln, um dann gewisse, also zum Beispiel die Matrix dann entsprechend anziehen zu können oder dann wieder zu lösen. Also es ist schon etwas grobschlächtiger und man muss auch anpacken können. Also die Rohkraft, die braucht es auf alle Fälle, ja. Okay. Wenn jetzt da der Industriemechaniker bei euch anfängt, mit welchen Herausforderungen wird er dann, er oder sie natürlich, konfrontiert sein? Ja, ich denke, am Anfang vor allem ist es das Einrichten der Maschine. Das Einrichten der Maschine bedeutet nämlich jedes Mal, auch wenn es das gleiche Teil ist, was man vor einigen Wochen schon gemacht hat, dass man wieder manuell die Maschine einrichtet und da sehr genau arbeiten muss, weil da die Abstände stimmen müssen. Es ist ja ein mechanischer Vorgang. Das heißt, dass der Stempel in eine Matrize einfährt und wieder zurück. Das heißt, man muss einrichten, dass das Produkt auf dem Stempel drauf bleibt, damit er dann außerhalb der Matrize wieder abgeschoben werden kann. Und eben je nach Produkt sind dann die Toleranzen, die dann da einzustellen sind, sehr, sehr eng. Und das ist alles manuelle Arbeit. Und das bedeutet, dass man ja doch auch sehr genau, präzise arbeiten können muss und eben diesen Sinn auch entwickeln muss, wo, an welcher Stellschraube muss ich im wahrsten Sinne des Wortes noch schrauben, damit es dann passt für die Serie. Ja, genau. Ich meine, ich habe das ja vor Ort auch gesehen, wie die Mitarbeitenden da arbeiten letztlich. Das sieht dann ja irgendwie dann auch sehr anspruchsvoll aus, also auch dann auch vielleicht anspruchsvoll auf deiner Seite und auf der anderen Seite denkt man sich, es hat viele. Ja, sind zwar Kleinserien, aber sind dann viele gleiche Bewegungen. Da muss ich auch der Typ irgendwo dafür sein. Oder was braucht es da, um wirklich hier erfolgreich zu sein und diesen Herausforderungen dann auch gerecht zu werden? Weil das ist manuell, das ist ja sehr grobschlächtig, wie du gesagt hast. Und man muss sehr genau sein. Und auf der anderen Seite muss man das ja dann nicht nur einrichten, man muss ja dann auch bedienen. Aber das sind doch zwei Aspekte, die da zusammengehören. Genau. Ja, es gibt da zwei Formen der Bedienung. Zum einen gibt es die Bedienung im sogenannten Durchlauf. Das heißt, nach der Einrichtung läuft die Maschine automatisch so gesehen. Und da muss dann aber natürlich immer wieder geprüft werden, ob alles noch in Ordnung ist. Die Produkte werden in regelmäßigen Abständen auch gemessen, ob die Toleranzen eingehalten werden. Da gibt es natürlich die entsprechenden Prüfmittel, die müssen auch bedient werden. Man muss es verstehen, was man da macht. Und zum anderen gibt es dann gewisse Produkte, die im Einzelhub gefertigt werden. Das heißt, Einlegen der Buze, Pressvorgang und dann entweder Herausnehmen der Buze oder die Buze wird dann beziehungsweise das Teil wird dann automatisch abgestreift. Und da gibt es dann eben produktabhängig zwei Varianten. Okay. Und wie misst ihr überhaupt die Leistung der Mitarbeitenden, jetzt speziell auch beim Industriemechaniker? Ja, da messen wir die Leistung soweit etwas, ich würde jetzt mal sagen, klassisch. Also das heißt, die Anzahl produzierte Ware und Gutteile, was letztlich ja dann zu Fakturierungen der Aufträge führt. Also da sehr stark Output getrieben. Okay, also der Gutteile, also die Nicht-Gutteile, also der Ausschuss, wird dann halt auch entsprechend berücksichtigt und wenn da zu viel Ausschuss da ist, dann verdient er möglicherweise weniger. Ja,
Ja, genau, das zum einen. Und das bedeutet dann auch, dass man potenziell am Werkzeug noch etwas nacharbeiten muss. Klar, genau. Wie arbeitet dann dieser Industriemechaniker mit anderen Abteilungen auch zusammen, mit den Kollegen? Wie läuft da die Zusammenarbeit? Ja, also der Hauptfokus, der liegt beim oder zum Produktionsleiter. Das ist die Person, die letztlich die ganze Maschinen- und Kapazitätsplanung durchführt und dann auch die Aufträge verteilt. Aber weil natürlich dann nachgelagert noch einzelne Schritte erfolgen, funktioniert die Mitarbeit so. Wir sind prozessorientiert, sodass die Teile dann übergeben werden und man sich aber dann auch praktisch direkt jeweils austauscht, wie dann der Stand der Dinge ist, wo dann potenziell schon Kapazitäten wieder frei sind, um dann eben weitermachen zu können. Und insgesamt stimmen wir uns auch einmal pro Woche ab, so von einem Grundrahmen her, und führen dann aber auch noch jeweils täglich für den nächsten Tag eine kurze Abstimmungsrunde durch, damit dann am Morgen jeder weiß, was am nächsten Tag dann zu tun ist, wenn er in den Betrieb kommt, weil sich manchmal eben die Prioritäten manchmal im Tagestakt fast verändern. Auch ändern, genau. Gibt es da auch Entwicklungsmöglichkeiten auch für den zum Beispiel Industriemechaniker? Ja, natürlich. Es gibt da zwei Bereiche oder zwei Richtungen. Zum einen kann man sich natürlich fachlich weiterentwickeln im Sinne eines Experten, wo man da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal fast hätte. Das Fließpressen in der Form, wie wir es machen, gibt es keine zweite Firma in der Schweiz. Man kann dann natürlich aber auch über eine Erweiterung der Aufgaben sich etwas übergeordnet weiterbilden oder dann letztlich auch natürlich über berufsbegleitende, weiterführende Schulbildungen sich da auch sowohl technisch als auch führungsmäßig weiterbilden. Das geht sehr gut. Jetzt lass uns auch mal kurz auch über den Polymechaniker sprechen. Das würde mich vielleicht zuerst mal interessieren. Was unterscheidet jetzt vom Berufsbild, was unterscheidet den Industriemechaniker vom Polymechaniker? Mhm. Beim Polymechaniker kommt eine elektronische oder digitale Komponente dazu. Das ist dann natürlich die Programmierung der Maschine. Das ist der wesentliche Unterschied. Komplex sind grundsätzlich beide Bereiche, aber mit einem solchen Drehcenter, welches vom Polymechaniker bedient wird, kann man natürlich noch etwas komplexere Bearbeitungsschritte ausführen und dafür ist dann eben die Programmierung der Grundstein für das Ausführen. Okay. Mit welchen Hauptaufgaben ist denn der Polymechaniker bei euch beauftragt? Er bedient im Wesentlichen das Drehcenter oder die Drehcenter. Wir haben ja vier Stück in unserem Hause. Das heißt, er macht im Vorfeld die Programmierung und dann nachher, wenn die Maschine läuft, geht es dann darum, auch da zu beobachten, die Maschine letztlich zu begleiten in der Ausführung. Und wenn es dann zum Beispiel neue Teile gibt, dann muss neu programmiert werden oder das muss angepasst werden. Des Weiteren hat der Polymechaniker auch einen wesentlichen Beitrag, den er leistet im Bereich der Konstruktionsunterstützung und der Kalkulationsunterstützung für den Verkauf. Okay. Was muss man jetzt mitbringen, um hier auch als Polymechaniker bei euch speziell erfolgreich zu sein? Ja, zum einen, ich sage jetzt mal als Rucksack natürlich generell schon Kenntnisse, dass man das Programmieren kennt. Und danach auch ein gewisses Effizienzdenken, weil auch trotz der Maschine, die dann Abläufe fertigt, gibt es dann immer wieder Möglichkeiten, das natürlich noch zu verbessern. Und auch da, mit was wird man da vielleicht konfrontiert sein, mit welchen Themen am Anfang, wenn man da anfängt? Ja, wir haben eine große Zahl an besonderen Teilen, die nicht alltäglich sind. Und das ist sicher eine große Herausforderung, das dann so technisch hinzubekommen bzw. zu programmieren, dass es dann eben funktioniert. Okay. Und wie wird da jetzt, ich frage immer noch gerne die Frage nach der Leistungsmessung, ist es auch wieder der qualitativ hohe Output, wo man da generiert, oder was ist, mit was, an was wird die Leistung da?
Ja. Ja, also die Gutteile sind tatsächlich durchgehend eine wichtige Kennziffer, aber hier haben wir den Fokus eher auf der Durchlaufzeit pro bearbeitetem Teil. Aber das Ziel wäre, wenn man es Was ist die Durchlaufzeit? Wie kann man das sich vorstellen? Ja, das kann man sich dann so vorstellen. Also das Teil wird eingelegt und dann wird es bearbeitet und wird dann wieder herausgenommen. Und dann kommt es natürlich dann darauf an, wenn man dann 10.000 solche Teile macht, ob dann ein Teil, ich sage jetzt mal, 2,5 Minuten läuft oder vielleicht 2 Minuten und 10 Sekunden. Von daher gibt es dann natürlich dann noch den zweiten Teil im Sinne des Gesamtprozesses. Das wird auch geprüft, ob es dann, wie weit es Möglichkeiten gibt, dass man dann zum Beispiel das Produkt dann fix fertig auf der Maschine macht oder ob dann ein nochmals zusätzlicher manueller Schritt notwendig ist, was wir natürlich eigentlich vermeiden möchten. Okay, sehr, sehr gut. Wunderbar. Fantastisch. Vielen Dank für die Beschreibung der beiden, ja, Stellen, Industriemechaniker und auch den Polymechaniker. Jetzt würde ich gerne mal zu dir zurückkommen. Und zwar, wir haben ja hier das Berufungszentrum und stellen unseren Kandidaten immer so die Frage nach ihrer Berufung, ihrer Bestimmung, ihrem Life Purpose. Weißt du zufällig, was dein Life Purpose ist oder deine Berufung, deine Bestimmung? Ja, ich bin ziemlich sicher, ja, dass ich das weiß. Ich hatte auch das Vergnügen, bereits eine Handanalyse machen zu dürfen, was mir dann zum einen die Augen geöffnet hat und aber auch einen gewissen Aha-Effekt ja, gebracht hat. Und meine Lernaufgabe dreht sich um das Thema Macht und Machtlosigkeit, bedeutet also, wo kann ich Einfluss geltend machen und wo nicht und wie gehe ich damit um? Und das führt dann an und für sich gleich direkt zum nächsten Punkt, was dann letztlich mir wichtig ist. Und wichtig ist mir, dass ich selbstbestimmt durchs Leben gehen kann, dass ich unabhängig sein kann und etwas Bleibendes schaffen kann. Und in diesem Kontext bewege ich mich und lerne auch jeden Tag dazu und habe alles darauf ausgerichtet, da meinen Beitrag im Leben zu leisten. Wow, das ist ja eine hohe Schule, dass du direkt auf die Lernaufgaben gehst, weil das ist ja der Trick bei der ganzen Geschichte, das stimmt. Ja, Und genau. der Lebenszweck kommt ja dann wirklich auch dann gut zur Geltung, wenn man Ja. sich genau seinen Herausforderungen dann Genau. auch stellt. Also Gratulation, das finde ich natürlich schön. Und ich glaube auch jetzt, ich sehe das ja als mit dieser Außenbetrachtung, wie du das jetzt auch hier ja, dein Leben sozusagen selber in die Hand genommen hast und hier da auch mit der Coldex auch weiter wachsen kannst. Das ist fantastisch, wie da du auch deinem Zweck letztlich dann auch folgst. Genau, war auch ein Antrieb und auch für mich die Überzeugung, dass es der richtige Weg ist. Genau. Sehr, sehr gut, wunderbar. Gibt es auch irgendwelche, ich sage es nochmal, irgendwelche Internetressourcen, Apps oder Programme, wo du sagst, die finde ich noch interessant, nutze die selber und kann die gut empfehlen? Ja, ich habe seit kurzem Thoughts, also ein Mindmap-Programm im Einsatz. Oder iThoughts, ja, Entschuldigung, iThoughts, ein Mindmap-Programm, welches ich im Einsatz habe, seit knapp 2 Wochen. Da bin ich noch am Lernen. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass unser Hirn ja Bilder besser verarbeiten kann und das Mindmap, die Mindmap-Thematik hat mich schon länger beschäftigt und irgendwie mit Papier bin ich da nicht so ganz warm damit geworden, aber jetzt mit diesem Programm, wo man es dann eben digital hat und dann das auch verknüpfen kann mit CRM-Programmen zum Beispiel oder Kundendatenbanken, ist das wirklich eine tolle Sache. Und ich habe gerade diese Woche, als ich auf Geschäftsreise war, hatte ich das erste Mal jetzt die Kundenbesuche so vorbereitet und da bin ich total begeistert, wie das einfach funktioniert und praktisch also ohne Zusatzaufwand weiterverwendet werden kann. Super, da sind wir schon zu zweit, die das gut finden. Ja, genau, sehr, sehr gut, wunderbar. Gibt es auch irgendwelche Bücher, die dich begeistert haben, die du auch gerne empfehlen möchtest? Ja, für mich persönlich ein Klassiker, Herr der Ringe, finde ich, ist ein absolut tolles Buch. Ich mag persönlich vom Thema her schon, also Science Fiction oder so diese Fantasy. Literatur mag ich sehr gerne. Und Herr der Ringe finde ich extrem faszinierend. Ja, aufgrund des Hintergrunds, dass da jemand
also der Herr Tolkien eine Welt geschaffen hat, die ja natürlich ein Stück weit ein Abbild der Welt ist, aber mit eigener Sprache und den vielen Figuren und wie da die Charaktere sich dann eben auch weiterentwickeln in der Geschichte und was da genau passiert, finde ich extrem faszinierend und ich habe das Buch auch schon mehrmals gelesen. Ich finde es immer wieder spannend und entdecke dann wieder neue Sachen im Text, die mir vorher nicht so aufgefallen sind. Also das ist etwas, was ich absolut liebe. Und dann ein zweites Buch, ich würde jetzt da nicht sagen, dass es mich begeistert hat, weil es etwas betrüblich an und für sich ist vom Thema her, und zwar von Viktor Frankl. Das heißt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Viktor Frankl war ja ein österreichischer Professor für Neurologie und Psychiatrie und Begründer der Logotherapie. Und er hat mehrere Jahre in einem deutschen Konzentrationslager verbracht. Und diese Zeit beschreibt er in diesem Buch. Und am Schluss geht's, oder es ist seine Aussage, dass eben trotz all dem Leid, dass es selbst an Orten der größten Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Und das, muss ich sagen, ist etwas, was ich auch für mich daraus nehmen möchte, zu sagen, es gibt immer eine Lösung. Und auch wenn etwas unmenschlich, unschön ist, dass man trotzdem eben einen gewissen Optimismus beibehält, Hoffnung beibehält und ja, was ich halt sagt, irgendwie arrangiere ich mich und versuche da durchzukommen. Okay, sehr, sehr gut. Wenn man jetzt mit dir oder mit euch Kontakt aufnehmen will, geht es wahrscheinlich direkt auch über eure Homepage coldex.ch. Ist das korrekt und wie kommt man noch zu dir oder zu euch? Ja, genau. Also wir sind auf der Homepage zu finden. Da sind alle Koordinaten entsprechend notiert. Da kann man direkt über die Homepage den Kontakt aufnehmen oder selber erreicht man mich auch auf LinkedIn und Xing. Da habe ich jeweils bin ich da drin und da kann man mich dann auch entsprechend anschreiben. Super. Gibt es jetzt noch zum Abschluss irgendetwas, was du uns noch mitgeben möchtest? Ja, sehr gern. Ich möchte da etwas Werbung für den Industrie- und Werkplatz Schweiz machen. Der hat nämlich in der Welt einen sehr, sehr guten Ruf. Das erlebe ich jetzt auch immer wieder in den Gesprächen mit Kunden im Ausland. Und wir haben sehr motivierte, engagierte, vielseitig interessierte Menschen und die Industrie bietet enormes Potenzial. Zum einen für spannende Aufgaben, zum anderen, um auch sich selber zu entwickeln. Super, wunderbar. Thomas, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und wir sehen uns ja bald wieder und alles Gute, bis bald. Sehr gerne, danke dir Christoph, auch dir einen schönen Tag. Bis bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.